So, herzlich willkommen. Ich produziere heute ein Tutorial, ein kleines, wie ich meine Bilder generell erstelle und so. Also man sieht hier gleich, bevor ich mit meinen Bildern anfange, suche ich mir verschiedene Referenzen für das, was ich zeichnen will. Das heißt, ich will Raupi und Horndio heute zeichnen. Somit suche ich mir verschiedene Bilder dazu, wie könnte Raupi in der Wirklichkeit ausschauen. Dazu ist das dient jetzt nicht nur als Referenz zur Wirklichkeit, sondern auch zur Farbgebung, wie ich dann meine Charaktere dann wirklich schattieren will und bemalen will. Also ich fange hier getrennt an mit Raupi und Horndio, oben Raupi und unten Horndio. Unten habe ich mir die Bilder zusammengesucht, ich habe mir generell die Bilder zusammengesucht und jetzt platziere ich einmal alles, damit ich einen groben Überblick habe, okay, um was geht es eigentlich. Bei Horndio habe ich mich diesmal entschieden dafür, dass es eine Kellerassel, also nicht Kellerassel, also ein Tausendfüßler oder sowas, ein Wurm in die Richtung ist. Für mich ist das nicht wirklich eine Raupe. Darum habe ich mich dann eher für Kellerassel entschieden, weil er sieht eher so, also eher nach Tausendfüßler, weil ich finde, es sieht eher danach aus. Ja, das heißt, ich platziere das alles und dann speichere ich das ab, dann kann ich das immer als Referenz verwenden, dann wie ich dann meine Charaktere gestalten will. Ja, der nächste Schritt ist die Skizzenphase. Ich probiere verschiedene Positionen aus, die möglich sind für das weitere Bild. Das heißt, ich skizziere nur ganz schnell, wie könnte die Komposition ausschauen. Das heißt, Horndio, wie schaut Horndio in etwa aus, wie könnte seine Position sein, wie ist der Konflikt zueinander, wie sind die zwei Kontrahenten jetzt aufeinander abgestimmt und wie wirken die zwei aufeinander. Wichtig ist dabei, dass man sich da schon ein bisschen Zeit lässt, weil es ist immerhin doch der wichtigste Schritt eines ganzen Bildes. Das heißt, ich komme dann doch aber immer relativ schnell zu einem Ergebnis. Jetzt ist nicht immer sofort die erste Skizze die beste, auch wenn sie dir gefällt. Aber ich würde trotzdem mehrere Varianten davon versuchen. Diese Skizzen sind einfach nur ganz schnell und rough und sollen einen groben Überblick geben. Hier habe ich mich zum Beispiel jetzt schon für circa eine Variante entschieden, bin aber noch nicht ganz zufrieden und versuche dies noch ein bisschen zu variieren, was da jetzt rauskommen könnte. Nun habe ich mich ähnlich entschieden. Es ist so, dass ich die Skizze eigentlich ganz in Ordnung finde. Und diese pick ich mir raus und versuche jetzt nochmal mit Outlines festzulegen, wie wirklich die Figuren und die Monster und die Pokémon ausschauen. Jetzt versuche ich genau das Design festzulegen. Also zuerst war es nur die Komposition, wie stehen die Figuren zueinander und wie ist das Bild aufgebaut. Und jetzt möchte ich mich circa für ein Design entscheiden, wie wirklich die Figuren auch mit Details aussehen. Das heißt, wie liegen jetzt die Körper im ganzen Bild drinnen und wie schaut Perspektive aus. Natürlich habe ich nebenbei da meine Referenzen geöffnet, wo ich immer die hernehme, um mich ein bisschen an das Original zu halten. Zum Beispiel Raupi ist jetzt sehr gut erkennbar. Horndio habe ich sehr verändert und möchte es eigentlich auch als diese Tausendfüßler darstellen. Nur um etwas Stimmung noch hineinzubekommen, füge ich gleich ein bisschen Farbe hinzu, weil ich finde, das gibt mir persönlich ein gutes Gefühl einmal, wie wirklich die Stimmung in dem ganzen Bild sein wird. Also die Outlines, die möchte ich nochmal neu zeichnen, weil die waren auch nur rough. Das heißt, ich habe jetzt zuerst nur die Skizze, dann habe ich eine grobe, eine genauere Skizze und jetzt kommen eigentlich wirklich die genauen Outlines, wie alles ausschauen soll und wie die Details auch sind. Das sieht man jetzt beim Mund, bei den Armen und alles. Also da Skizzenphase ist eigentlich, also die Outline-Phase ist eigentlich relativ wichtig auch. Also ist nicht so wichtig jetzt wie die Skizzenphase, aber hier lege ich immerhin schon mal fest, wie liegt der Charakter im ganzen Bild drinnen. Also das ändere ich dann im späteren Verlauf nicht mehr, weil dann kommt nur mehr die Farbe hinzu und die Schattierung und das ist dann nur mehr Ausarbeitung. Das heißt, wichtig ist wirklich, hier muss eigentlich Form und Perspektive dann wirklich stimmen und fertig sein. Es kommen nur mehr kleinere Änderungen dann hinzu. Ich
zeichne das Ganze jetzt mit Grau aus. Was hilft mir das? Im Photoshop kann ich ja eine Funktion dazu verwenden, dass ich nur auf dieser Fläche male, die vorhanden ist. Das heißt, ich habe jetzt dieses Grau und dieses vom Raupi und vom Hornliu auf zwei verschiedenen Layern. Das heißt, ich kann da ganz frei zeichnen und ich male somit in die andere Figur nicht mehr rein. Ich habe jetzt eine eigene Layer als Hintergrund, dann kommt wo der Himmel drauf ist, dann kommt die Ebene, wo alles dahinter ist, das ganze Grünzeugs, dann kommt das Hornliu, genau, und dann das Raupi, und dann habe ich im Vordergrund nochmal eine Ebene erstellt, die ein bisschen mehr tief, die dann nochmal Tiefe in die ganze Zeichnung bringt. Das heißt, es ist natürlich auch wichtig, die Komposition darzustellen, wie groß sind die vier Figuren zueinander, und das wird eben durch Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund und Himmel sozusagen ein bisschen näher definiert, wie groß ist alles. Ja, am Anfang platziere ich nur ganz schnell die Farben, die ich mir auch eigentlich aus den Referenzfotos rauspicke, und platziere diese mal grob. Das ist einmal das Wichtigste eigentlich, dass ich die Sachen mal kurz anmale und ihnen ein grobes Shading gebe. Sobald das einmal gemacht wurde im gesamten Bild, konzentriere ich mich darauf, dass ich das Ganze jetzt ein bisschen genauer ausarbeite. Wo sind Lichter? Wo sind Schatten? Wo trifft überhaupt das Licht auf? Wie sind die Farben wirklich zueinander? Passen die zueinander? Aber im Großen und Ganzen ist, wo ist meine Lichtquelle? Das heißt, ich habe jetzt die Lichtquelle ist hinten der Himmel sozusagen. Von dort trifft das eher bläulich-weiße Licht jetzt auf die Figuren auf. Und somit muss ich mir auch ein bisschen rechnen, wo fallen dann die Schatten, beziehungsweise wo trifft kein Licht mehr auf. Und ja, also gibt es gewisse Glanzpunkte. Dieses Raupi hat eigentlich eher keine Glanz, wirklich nicht Glanzstellen. Es gibt da schon, ja. Ja, hier jetzt nochmal, weil ich es sehe, ich habe dann mich doch nochmal entschieden, dass ich weitere Vordergrundelemente einbringe, weil ich irgendwie diesen Naturgrasfaktor herausheben wollte, dass das eigentlich alles unten sich im Gras abspielt. Darum habe ich nochmal solche Stängel schnell gezeichnet. Ja. Dann versuchte ich natürlich ein bisschen Gegenlicht auch einzuführen. Das heißt, es trifft jetzt nicht nur das helle Licht, die Hauptlichtquelle von der Sonne auf, sondern es wird ein bisschen etwas vom Grün der Pflanzen reflektiert und von der anderen Seite wieder abgespiegelt. Das sieht man jetzt beim Hornliu, seinen Schuppenpanzern. Da habe ich auf der linken Seite eher grüne Elemente wieder hinzugefügt, damit das nicht komplett im Schwarz oder im Dunkeln untergeht, sondern ein bisschen Gegenlicht bzw. Gegenfarbe bekommt. Das gleiche habe ich auch bei seiner Unterseite gemacht, da habe ich auch ein bisschen so Blau- und Grüntöne in seine Panzerteile eingefügt, damit er wirklich auch ein bisschen was von der Umgebung aufnimmt und nicht das komplett eigene Farbgebung ist. Die Farben habe ich hier natürlich auch wieder von meinen Referenzen genommen, die habe ich mir nicht komplett frei aus den Fingern gezogen, sondern wird wirklich hier rausgepickt. Hier sieht man nochmal im Hintergrund kurz eine Wespe, habe ich mir da gesucht und habe mir dort auch die Farben nochmal rausgesucht, weil oft reichen dann die Referenzen nicht ganz aus, die ich mir am Anfang gesucht habe, und verwende nochmal Farben dann. Von daher, die picke ich mir einfach mit der Pipette raus. Ja, jetzt gestalte ich nochmal etwas die ganzen anderen Elemente, so wie Vordergrund und Hintergrund, und tue jetzt nicht nur mehr noch Details ausarbeiten, ein paar letzte kleine Glatzpunkte, ein paar Details, ein paar Haare noch, und im Großen und Ganzen, also zuerst die Schattierung, dann Details, und im Endeffekt ist dann das Bild wirklich fertig. Ja, ich hoffe irgendwie, dass es euch geholfen hat, das, was ich jetzt hier euch gezeigt habe, und dass ich etwas dazu gesprochen habe. Vielleicht hilft es euch irgendwie, vielleicht ist es auch komplett unnütz, aber ich bin eben gefragt worden, ob ich das einmal machen kann. Und ja, vielleicht hilft es euch. Ich danke euch fürs Zusehen und schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.